Hey Leute, hier ist LineGamer1 und ich heiße euch herzlich willkommen zum nächsten Teil von Let's Play Together Landwirtschaftssimulator 15 hier auf der wunderschönen Map Holzhausen zusammen mit Marc. Hallo, auch gerade angekommen. Genau, und wir müssen jetzt erstmal schauen, was wir als nächstes machen werden. So, ich gucke jetzt erstmal hier im Menü, wie es um die Felder steht. Also ein Feld muss, glaube ich, noch gesät werden, die 26, da haben wir schon angefangen. Ja. Und die Nummer 16 ist erntereif, bei Feld 26 ist das einzige Feld, was wir jetzt erstmal zu sehen haben. Ne, die 17 kann auch, da muss man gucken, da die 17 schon gegruppt ist oder so. Die ist direkt um die Ecke, renne ich mal gerade hin. So. Ah ne, ich glaube, da waren noch was drauf, da haben wir nämlich gedroschen letztens. Ja, das muss erst noch gegruppt werden hier. Ja, soll gut. Ich das gerade machen? Ja gut, dann kann ich weitersehen. Genau, Weizen war hier drauf, mal gucken, dass es richtig ist. Ja, dann fange ich da mal an. Ihr macht das, ich guck mal. Willst ja, du Weizen weiter sehen, oder? Ja, ich sehe dann hier weiter. Ups. So. Sehmaschine, ist die noch angeschaltet? Nee. Nee, ist nicht an. Lass mal aktivieren und Action. So, gleich mit den 380er wieder. Zum Gruppen, ja genau. Klappt ja gut mit dem, ne? Hast ja letztes Mal, glaube ich, hier das Feld sogar gegruppt. Ja, 26. Ach, Kacke, welches war? Ach, das ist ja das hier vorne. So. Ja, dann müssen wir jetzt weiter erstmal fleißig sparen auf den Fendt. Ich kann mal gerade gucken, wie teuer der eigentlich ist. Ich weiß es gar nicht. Aber nicht allzu günstig. 200.000, 228.000 Euro waren es. Dauert noch ein bisschen, bis wir genug Geld haben. Und dann wollen wir uns erstmal größere Anbaugeräte kaufen und dann halt die benötigten Sachen für die Kühe und so. Wer hat denn hier das vorgewendet? Was ist denn hier los? Was denn? Wieso, was ist da? Irgendwie ist der Acker ist nicht so hundertprozentig. Wie der jetzt? Hat irgendwie unterschiedliche Wachstumsstufen oder irgendwie. Ich weiß ja auch nicht, was da los ist. Hä, da wo du jetzt gerade grubst? Nein, der ist nebendran. Hey, du meinst ja unterschiedliche Fruchtsorten, oder was? Nee, unterschiedliche Wachstumsstufen. Ja, der ist noch nicht ganz fertig, ja, der ist mitten im Wachstum. Ja, aber der ist hier vorne am Vorgewende, ist ein Dings gewachsen und eins nicht. Ja, ich weiß, das sehe ich auch hier, das ist so in der Mitte, ist so schon weiter als am Rand. Ja, ja. Na, egal. Was machst du jetzt? Ich sehe jetzt Weizen. Ja. Gucken, wie oft ich dann hier auffüllen muss bei dem großen Feld. Wobei ist eigentlich die Frage, soll ich lieber so fahren? So bist du nämlich damals gefahren, ne? Wie denn? Auch beim Dreschen immer hier so die Richtung jetzt und nicht so das Feld entlang immer. Nö, so ist ja die längere Seite. Gut, so wie du im Moment fährst. Es wird ja immer länger dann, ja. Sonst gehst du ja kaputt. Was? Sonst gehst du ja kaputt, wenn du das alles in die andere Richtung machst. Ja gut, hatten wir das überhaupt schon mal gesät, das Feld? Das hier? Ja. Ne, das hatten wir nur mit, ich weiß gar nicht, was drauf war, ich glaube Gerst, also das war, wo wir halt mal eine große Nachfrage hatten, das hatten, ja. Mit dem hatten wir das fertig gekauft sozusagen. Okay. Ja, mal gucken, was auch als nächstes von der großen Nachfrage kommt, wird sich bestimmt vielleicht lohnen, besonders für den Raps oder so, weil da haben wir ja richtig viel im Lager. Da können wir viel verkaufen dann. Aber es ist bestimmt auch ganz gut, wenn wir irgendwann dann größere Anbaugeräte haben, dann. Weil es gibt ja noch einige große Felder. Und es kommen auch schneller dann hinterher mit dem Ganzen. Ja. Ja, wenigstens mal einen größeren Grubber und eine größere Sämaschine. Ja, das war schon mal gut. Guten Grubber haben wir ja schon, einen größeren hier drin, den wir dann halt. Wo wir halt noch den entsprechenden Traktor halt brauchen, den Fendt dann. Ja. Ich meine, der 611er, das. Wenn das ein 615 wäre oder 614, dann wird das packen, den Gruppe. Aber 611er, das wäre ein bisschen wenig. Den ganz großen? Ja, den 4 Meter Gruppe. Achso. Den Horst Terrano 4FX oder welchen wir da drin hatten. Ja, ja, den haben wir, ja. Das wäre halt aber nochmal einen Meter mehr, als wir jetzt haben, dann, ne? Ja, eben.
Dadurch, dass er die anderen Schare drauf hat. Wie andere Schare? Ja, es gibt ja verschiedene Grubber-Schare. Ja. Die irgendwie breiter sind, oder wie? Oder ja, tiefer? Ja, die einen anderen Aufbau haben. Und manche brauchen weniger, manche brauchen mehr Leistung. Mhm. Weil die halt eben breitere Auflagefläche haben und so weiter und so fort. Also verschiedene Faktoren, die da einspielen. Okay. Ist eigentlich so, dass die meisten, wenn sie sich ein Gerät kaufen, dann doch eher zum Händler gehen irgendwie oder kaufen doch viele auch gebrauchte Maschinen? Oder was ich das denn? Nee, ich würde eher sagen, die meisten gehen zum Händler. Also jetzt schon zum, also von zum, jetzt zu Pöttinger oder so dann halt? Ja, also zur Werkstatt. Es ist ja so, dass es nicht nur einen Händler für Pöttinger gibt, sondern der hat dann, was weiß ich, Fendt, Pöttinger, Kuhn, Köckerling, was weiß ich, alle möglichen Firmen im Angebot. Und dann andere haben wieder zum Beispiel John Deere, Massey Ferguson, Case. Also man kann aber auch dann andere Maschinenhersteller, Krone und so weiter und so fort. Also man kann aber auch direkt natürlich zu der Firma gehen natürlich, oder? Ja, aber das ist ja dann sinnlos. Ja gut, die haben ja bestimmte Standorte dann nur. Ja. Ich meine, wenn ich einen Fendt kaufen will, dann fahre ich ja nicht extra bis nach Marktoberdorf, wenn ich auch zum Beispiel, was weiß ich, 20 Kilometer weiter die nächste Vertragswerkstätte habe und dann da einen Traktor kaufen kann. Achso, und der würde das dann... Das ist ja genauso wie, also wenn jetzt, was weiß ich, bei uns in der Region ist halt Fendt ziemlich stark vertreten, weil es da die Raiffeisen, die RWZ zweimal und, ja, die bieten halt Massey Ferguson, Klaas und Fendt an. Ja. Und deshalb fahren die meisten Fendt. Mhm. Weil das ist ja so der Spitzenhersteller von den drei Stück, von den drei Firmen. Mhm. Und, John Deere, da ist der nächste Händler, wenn man da von uns aus fährt. Ich bin die Strecke erst vor 2 Wochen gefahren. Fährst du fast 2,5 Stunden hin. Mit dem Traktor dann? Ja. Aha. Und okay. Das rentiert sich halt nicht. Wenn du da in der Erntezeit zum Beispiel, was weiß ich, am Schlepper irgendwie eine größere Reparatur hast oder nur ein kleines Ersatzteil brauchst, langt ja schon das. Mhm. Und dann da extra hingurken musst, das ist einfach viel zu weit. Da hast du viel zu viel Zeitverlust, als dass ich das rentiere. Und deshalb fahren halt schon ein paar John Deere, aber wie gesagt, die Hauptsache ist halt Fendt. Und in anderen Regionen ist halt so, wenn da ein Deutschhändler ist, dann kaufen die Leute halt eher die Sachen beim Deutschhändler, weil der halt vor Ort ist. Es kommt halt immer drauf an, wie die Werkstätten- und Händlerstruktur in der Region ist. Also ist es schon wirklich so, dass es das dann beeinflusst, je nachdem, was da für ein Händler, also was für eine Marke da vertreten ist jetzt und dann für Händler sind, dass ja je nachdem auch nur die Traktoren eher dann in der Region gefahren werden? Ja. Und wenn man dann jetzt einen da kauft, dann wird er auch direkt bis zu der Werkstatt da geliefert und muss. Ja, genau. Okay. Also du kannst, es gibt auch die Möglichkeit, den dann selbst, was weiß ich, einen Fendt in Marktoberdorf abzuholen, aber ja, dann da fährst sparst du dir halt die Transportkosten, die dann für einen Tieflader bezahlt werden müssten. Die sind aber trotzdem billiger, nehme ich mal an, als wenn du ihn selber auf der Achse herfährst, weil dann hast du ja von da an schon mal Verschleißkosten, wobei die sind ja bei einem Neuschlepper dann erstmal relativ gering, aber die Spritkosten, die sind wahrscheinlich teurer, als wenn du einfach den per Tieflader fahren willst. Es gibt zwar manche, die machen das, aber hauptsächlich halt, weil es ihnen Spaß macht, den dann da herzufahren. Also ja, aber ich meine, wie lange bist du da unterwegs und überlegst denn jetzt so? Also ein Bekannter von mir, der hat vor 4 Jahren einen 414 gekauft in Marktoberdorf, also über die Raiffeisen und hat einen. Also der hat den da bestellt, ist aber dann per Selbstabholung halt dann ja, sozusagen. Ja, ist dann nach unten gefahren, also mit dem Zug nach Marktoberdorf und dann vom Bahnhof mit dem Taxi zu den, zum Fendtwerk. Ja. Und hat dann dort seinen Schlepper in Empfang genommen und ist dann mit dem Schlepper auf Achse nach Hause gefahren. Also es waren 2 Stück. Zwei. Ja. Und die haben sich dann halt abgewechselt und die haben eine Nacht übernachtet. Irgendwo auf der Strecke. Also die sind 2 Tage durchgefahren. Okay. Plus minus. Aber man muss auch dazu sagen, das war ein 50er Schlepper, kein 40er. Also das merkt man da. Bei der Entfernung merkt man es dann schon. Ja, das sind immerhin 10 km/h, 10 Kilometer mehr in der Stunde. Aber das sind alles Landstraßen, was man dann fährt, ne? Ja, muss man ja. Ich meine, man fährt da nicht irgendwie Feldwege oder so, das gibt ja. Ja, ich weiß nicht, wenn es da irgendwie so Abkürzungswege gibt oder so, aber die musst du ja auch kennen. Ich meine, ja. Du kennst dich ja dann
was weiß ich, in Bayern, im tiefsten Bayern nicht irgendwie aus, wo es da irgendwelche abkürzenden Schleichwege im Feld gibt. Aber ist auch nicht ohne so eine lange Strecke mit dem Traktor zu fahren. Ja, geht. Ja, ich meine, wie lange du unterwegs bist dafür? Also. Ich meine, wir haben auch schon einen Schlepper geholt in der Nähe von Würzburg bis nach Hessen in Odenwald. Da sind wir auch abends um. Was war es denn da? Um 4 oder so sind wir losgefahren und sind nachts um 3, nee, 4 daheim gewesen. 3 oder 4. 3, halb 4 irgendwas. Ja, das ist auch ganz schön lange, aber ist der auch 50 gefahren oder wie schnell ist der? 40. Gut, ja, ist halt alles Landstraße dann. Ja. Aber war eigentlich eine ganz schöne Strecke. Gut, es war halt dunkel und man hat nicht gesehen, dann war noch zwischendrin das Problem, dass da eine Baustelle war. Ja. Die das Navi halt nicht angezeigt hatte. Mhm. Und da mussten wir einen großen Teil der Strecke zurückfahren, weil die ging dann über die Autobahn, die Umleitung, und da konnten wir natürlich nicht lang. Achso, ja, es geht nicht. Mhm. Ja. Es gab wahrscheinlich die Möglichkeit, über so einen Feldweg zu fahren, nur, ja, das Problem mit dem Feldweg war halt, dass wir nicht gesehen haben, wo der rauskommt, weil es wie gesagt dunkel war. Das war abends um 11 oder 12 dann. Okay. War es halt wie gesagt dunkel, logischerweise, und dann haben wir nicht gesehen, wo der endet, und dann haben wir gesagt, naja, komm her, bevor wir uns da jetzt irgendwo im Feld festfahren und gar nicht mehr wissen, wo wir sind, und das Navi nicht mehr weiß, wo wir sind, dann fahren wir lieber zurück und dann eine andere Straße. Mhm. Ich hatte halt ein TomTom-Navi, das war ziemlich gut. Da konnte man einprogrammieren, ja, also die Strecke, die man fahren will, logischerweise, und dann halt die maximale Höchstgeschwindigkeit, die das Fahrzeug fahren kann. Okay. Und dann habe ich 40 eingegeben und dann hat er halt automatisch Landstraßen nur rausgesucht, Autobahnen gesperrt und halt, ja, Routen, die man mit dem Traktor dann nicht fahren darf, weil man die Höchstgeschwindigkeit halt nicht erreicht, also Kraftfahrtstraßen und Autobahnen, hat er dann rausgenommen aus der Routenplanung. Mhm. Und ja, das hat eigentlich ziemlich gut geklappt. Nur leider ist dann irgendwann der Akku all gewesen. Echt? Also du konntest nicht irgendwie aufladen im Traktor mit so Steck... nee, so halt der hatte... Zigarettenanzünder und so ein Kabel Problem, dann. Das Problem, der hatte nur diesen alten Anschluss, also diesen kleineren, den man zum Beispiel für einen Ladewagen oder so nimmt. Okay. Und keinen richtigen Zigarettenanzünder. Mhm. Und das war halt das Problem, dass wir da das dann nicht aufladen könnten. Ich meine, es gibt so einen Adapter, aber das wusste ich erst danach, als wir dann... Also keine Ahnung, das habe ich dann ein Jahr später erfahren, dass es so ein Teil gibt, das dann von dem kleinen, ich sag mal, Zigarettenanzünder dazu, auf diesen normalen, wie man aus dem Auto kennt, dass der das dann umwandelt. Yeah. Das habe ich zum Beispiel auch für unseren 511er und für den 280er gekauft. Nur beim 280er ist das Problem, da ist diese Buchse direkt unter dem Lenkrad und dieser Adapter, der ist, ich sag mal, 5 cm lang. Und wenn man den dann da reinsteckt und dann noch einen Adapter fürs Handy zum Laden zum Beispiel, dann wird das Kabel zu lang und dann schleift man immer damit am Lenkrad. Also das geht dann nicht. Okay. Das kann man nur im Stand dann aufladen oder, ja. Beim 511er ist es so wie beim 820 zum Beispiel, also die alle, die diese Kabine haben, diese Kabinenart halt aus dem Jahrgang. Aber also jetzt ist es dann nicht mehr so wie das, oder ist immer noch so dann? Was denn? Ja, weil du jetzt die spezielle Kabinenart ansprichst, bei den neuen Kabinen dann auch so, was du jetzt noch erzählen willst, oder ist es dann... Nein, ich meine aus dem Modelljahrgang, wie jetzt zum Beispiel hier der 380er hat, die haben ja alle aus dem Jahrgang. Mhm. 500er, 400er, 300er, die CI-Modelle, die 900er, die 800er, ja, die haben ja alle diese Kabine wie der 380er, den ich jetzt hier habe gerade im Moment. Und bei der ist es halt so, du hast hinten rechts oben neben Radio oder unterm Radio besser gesagt, diese Gerätestecker zum Beispiel für die Sämaschine und so. Also was, das heißt, du musst dann ein Kabel von der Sämaschine... Achso, nee, sind es diese Geräte, die du innen anbaust, also diese Bildschirme und alles? Ja, genau, diese Bildschirmversorgung. Ach so, okay. Und da ist halt auch so ein Stecker. Und da habe ich einen Adapter.
jetzt reingesteckt und da funktioniert es einwandfrei. Also da ist genug Platz. Der hängt ja dann einfach von der Decke nach oben, nach unten. Da ist nichts im Weg oder so.